Hallo Leute, willkommen zurück zu Alien Freedom mit Singleplayer Features. Und heute habe ich leider niemanden dabei, aber der DJ wollte jetzt gerade was aufnehmen gehen und da dachte ich mir, kann ich ja auch was aufnehmen. Und ja, diesmal habe ich auch wieder ein paar Kommentare dabei. Mal hier Licht anmachen, damit ich die auch auf meinem guten Zettel lesen kann, weil ich schreibe mir die immer auf dem Zettel raus. Aber bevor ich auf die Kommentare eingehe, möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken für die Resonanz, die im letzten Part kam, weil das war so krass, ohne Scheiß. Ich habe jetzt gerade geguckt, das waren 50 Aufrufe und über 30 Likes. Das muss man sich mal überlegen. Ich weiß, das kommt jetzt dadurch, dass DJ das da zu seiner, zu Gast-Playlist, denke ich mal, hinzugefügt hat oder dass die Leute einfach mehr die Parts liken, wo DJN dabei ist. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem, krass, das ist so krass, ey. Ich danke dafür. Ich war echt. Als ich gerade geguckt habe, ich war echt so ein bisschen geflasht, weil ich denke mir so, boah, ich meine, das ist ja eher selten auf YouTube, dass man halt in Relation mit den Views wirklich so viele Likes hat. Also das ist echt eine krasse Sache. Ja, und da werde ich auch direkt mal auf den ersten Kommentar eingehen, der dazu eigentlich ganz gut passt, nämlich ob ich mehr mit DJN machen werde. An sich, ich denke mal, es wird sich jetzt auf meinen Kanal hier beziehen und nicht auf DJs Kanal, weil da mache ich ja auch eine, beziehungsweise habe ich ja schon relativ viel mit ihm gemacht. Wie gesagt, in meiner Playlist sind jetzt schon weit über 100 Videos mit DJN, also das ist schon krass. Und hier auf dem Kanal denke ich schon, dass da mehr kommen wird, vor allen Dingen, wenn ich dann mal meinen neuen PC habe. Aber was noch ein bisschen dauern kann, wie ihr ja schon wisst, ja, hat ja in dem einen Video gesagt und ja. Ich denke mal, dann wird da auch ein bisschen mehr kommen. Dann können wir auch vielleicht irgendwelche Core-Projekte mal machen, wie DJ und Freddy, die das machen mit Saints Row. Ich denke mal, das ist dann ganz gut möglich. Ja. Ja, deswegen mehr mit DJN auf jeden Fall. Wann, weiß ich noch nicht, aber ja, ihr werdet schon auf eure Kosten kommen, da bin ich mir sicher. Gut. Er hier fliegt. Das ist gut. Für ihn, nicht für mich, leider. Der nächste Kommentar. Ob der MMK etwas mit dem ganzen Streitthema zu tun hat und ob wir oder beziehungsweise ich jetzt so cool mit dem Ben beziehungsweise wir sind. Ja, MMK so an sich kannte ich jetzt keine lange Zeit, weil ich bin ja auch erst, ich sag mal, zu der ganzen Sache relativ, ja, später zugestoßen, sag ich jetzt einfach mal. Ja, also den habe ich nie so richtig großartig gekannt, deswegen der steht jetzt auch im Moment überhaupt nicht in Kontakt mit mir und mit DJN, glaube ich auch nicht. Also nicht, dass ich da irgendwas von wüsste. Deswegen hat er mit dem Thema nichts zu tun und da ich ihn nicht richtig kenne, kann ich auch nicht sagen, ob ich jetzt cool mit dem bin. Ich meine, so an sich, sage ich mal neutral, ne? Ich meine, wenn ich ihn nicht richtig kenne, ja, also nichts mit ihm großartig zu tun. Und ja, Craig, du bist im Video. Ja. Gruß an dich an dieser Stelle, Craig. Ob ich schon mal Streit mit DJN hatte? Nee, mit mir auf Streife ist immer schlecht. Ich glaube, dass ich fahre lieber alleine, ganz ehrlich, da bin ich flexibler. Also nichts gegen dich oder so jetzt mal an der Stelle, aber ja. Ich weiß nicht, ich bin lieber alleine unterwegs, genau wie DJ, der ist ja auch lieber alleine unterwegs. Aber naja, gut. Ich schreibe jetzt nicht zurück, weil ich jetzt hier gerade ein bisschen beschäftigt bin. Streit mit DJN, ob ich schon mal Streit mit DJN hatte? Nö, noch so gar nicht. Nur so, ja, meine Güte, so aus Spaß oder so. Also nichts Ernstes, was man halt so zwischendurch mal macht, so ein bisschen. Aber nicht mal ansatzweise irgendwas Ernstes oder so. Also zwischen mir und DJ ist alles cool. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich denke mal, dass das auch so bleibt, weil ganz ehrlich, ich sehe im Moment keinen Anlass, dass da irgendwie Streit entsteht. Und wie gesagt, ich hoffe auch, dass es das so bleibt, aber Streit mit DJN hatte ich noch nicht und ich denke auch, dass es da nie großartig Streit geben wird. Ja, ob ich mal ein Let's Play Together mit Aha, ein Hunter oder Play Zockt mache. Ja, wenn ihr das Ganze oder derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, einfach mal so ein bisschen in letzter Zeit so verfolgt hat, was so abgeht, ja. Wir sind jetzt hier nicht mehr so großartig in Kontakt. Das ist jetzt alles so ein bisschen auseinandergegangen aus diversen Gründen.
Und ja, deswegen wird es da vorerst kein Let's Play Together geben. Ich denke, ich weiß nicht, ob es da irgendwie mal eins geben wird, aber ich schätze eher nicht. Ja, das ist alles, wie gesagt, ein bisschen auseinandergegangen aus bestimmten Gründen und ja, deswegen eher nicht. Also jetzt nicht, dass wir hier jetzt das übelste Beef haben, das ist jetzt alles soweit ganz gut geklärt, nur ja. Eine Zusammenarbeit kann ich mir jetzt in dem Sinne im Moment nicht vorstellen und auch in Zukunft eigentlich eher nicht. Ja, gut, das waren so die Kommentare. Wie gesagt, könnt fleißig weiter Kommentare stellen, dann kommen die auch hier ins Video. Wenn ihr ein bisschen darauf achtet, dass hier die nicht schon fünfmal gestellt wurden, dann wäre es eigentlich eine ganz gute Sache. Ja. Oh, Zug. Guten Tag, Zug. What the fuck? Warum dreht sich das Auto so komisch? Na egal. Ja. Also wisst ihr Bescheid, ne? Immer vielleicht Kommentare stellen. Und dann geht das auch ab. So, dann werden wir wieder zum LSPD fahren, wa? Oh, das war knapp. Och, da nehme ich mir doch direkt mal die NRG. Da nehme ich mir nicht die NRG. Haha, ich krieg dich noch. Den kriege ich noch. Die kriege ich beide. Geil. Einen habe ich. Zweiten habe ich. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Alles abgeschlossen hier. Was ist denn das? Alter. Übertreib's nicht. Trägt hier alles am Hochbomben, ey. Ohne Spaß. Geht ja gar nicht. Geht mal direkt übertreiben. Ach, mal eben hier ganz kurz hier. Ich bin noch im Dienst, glaube ich. Ja. Oh. Irgendwie habe ich in letzter Zeit einen schlechten Ping. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwie. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich glaube eher, es liegt am Router. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Wird sich dann ja auch alles mit dem neuen PC herausstellen. Dann kann ich dann ja auch gucken, ob es hier wirklich an der Netzwerkkarte am Laptop liegt. Ob da irgendwie was nicht ganz stimmt. Ob da irgendwas kaputt ist. Das kann ich so jetzt pauschal auch nicht sagen. Ja, muss ich dann halt erstmal gucken. Aber wie gesagt, alles nach hinten gestellt. Gibt im Moment wichtigere Sachen und ja. Muss man halt seine Prioritäten kennen. Und langsam müsste ich jetzt auch mal anfangen vorzuproduzieren für nächste Woche Montag, weil ich ab da ja auf Klassenfahrt bin. Aber naja, gut. Wie gesagt, Infovideo kommt für euch noch und dann wisst ihr Bescheid, was sich dann für euch ändert. Gut, ich guck mal, wie lange ich aufnehme. Bis gleich. Also 2 Minuten machen wir noch nicht. So, wollen wir mal gucken. Können wir mal zur Abwechslung mit dem Police? Nein, wir fahren nicht mit dem Police Bike. Hey. Und bevor ihr fragt, ich weiß auch nicht, irgendwie so Police Bike mag ich nicht so. Da fliegt man so leicht runter und hiermit kann man, finde ich, die Leute besser dominieren. Was fährst du die Schranke kaputt? Was fällt dir ein? Die war teuer. Die habe ich gerade frisch gestrichen. Naja. Was ist denn hier los schon wieder? Die sind doch alle wieder so am Fliegen oder so. Das ist auch immer schlimm. Und jetzt ist auch besser mit den Lecks. Ich weiß nicht, wodurch das letztes Mal kam. Ich weiß es echt nicht. Bin da echt ein bisschen ratlos. Ach, glaubst du ernsthaft? Ja, da hat er selber gemerkt, dass das keinen Sinn hat. Hab dich Stamina upgraded. Yeah. Kann ich auch mal gucken, wie viel Stamina ich habe. Eigentlich dachte ich, hätte schon auf Maximum. Na, hat sich wieder auf englische Tastatur umgestellt. Na, jetzt macht doch die Sirene aus. Nervt mich. So, wo haben wir denn hier Stamina? 78. Das geht wahrscheinlich auch bis 100. What the fuck? Hier ist ja mal was los. Was rauchst du hier? Gib es nicht. Frechheit. Naja, gut, naja, gut. Ich glaube, jetzt noch irgendwie großartig Leute zu verfolgen, macht jetzt auch keinen Sinn. Ihr hattet ja gestern den sehr langen Part mit DJN. Und ich denke mal, huch, dass ja, sich da einige drüber gefreut haben. Ich hoffe, dass sich da einige drüber gefreut haben. Aber ich könnte jetzt noch eine Sache machen. Die möchte ich noch ganz gerne machen, weil die sind auf dem Star Tower. Und die sehen mich ja nicht, da ich ja Police halt habe. Einen Comment, den man halt mit irgendeinem Police-Skill freischaltet. Und deswegen sollten die mich nicht sehen. Und jetzt rush ich da schnell hoch und dann, boah, dann schnapp ich mir die. Ja? Hä? Ach, hier oben ist ein Checkpoint. Ne, das ist ja schwul. Ne,
Nee, nee. Und hier oben ist ein Helikopter, an den komme ich nicht dran. Naja gut, war jetzt ein bisschen schlecht, aber ist auch immer, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof, dass die Checkpoints nicht so gut markiert sind. Das finde ich echt ein bisschen doof. Aber naja gut. Der wird wohl eher nicht runterkommen. Das ist eher unwahrscheinlich, das wäre ein bisschen dumm, aber naja gut. Ja, dann fahren wir zurück zum LSPD und dann wollen wir mal gucken. Dass der. Ja, aber was heißt, wollen wir mal gucken? Dann beende ich den Part. Ja, sehr gut, dass du dich teleportieren kannst, mein Freund. Oder was auch immer. Ja, gut, jetzt habe ich Wanteds. Das war jetzt nicht mal in Absicht. Aber wie man das als guter Police Officer macht, stellt man sich natürlich nicht. Also, nee, mit Sicherheit nicht. Ist nicht gut. Das ist jetzt eher ungeplant. Ja, ich fahre da mal so Richtung Pain Spray da oben, weil da unten ist immer was los. Also das ist echt schlimm. Ich weiß auch nicht. Das ist sehr beliebt da. Aber wie man merkt, als Verbrecher fährt man da gerne hin. Weiß auch nicht. Ist einfach so. Wenn ich jetzt irgendwo so einen Stern finde, dann wäre das natürlich noch besser. Aber kein Problem. Wir fahren einfach in Pain Spray und dann ist die Sache geregelt. Wie in dem gestrigen Part mit DJN. Da bin ich auch in Pain Spray gefahren. Hätte auch Arsch sein können, einfach aussteigen können, aber mich verhaften können, aber nicht gemacht. So, dann wollen wir mal schnell hier rein. Wo will er denn hin? Jo, warum nicht? Sieht safe aus. Ich weiß, dass ich off-duty bin, weil ich Wanteds hab. Naja, gut. Jetzt bin ich wieder on-duty. Oh, da. Wenn ich Pech hätte, hätte er mich jetzt noch überfahren dadurch. Also mich mit einem eigenen Auto tot geparkt. Aber danke für die Info, Craig. Sehr nett von dir. Und ja, dann will ich mal wieder zurück zum LSPD. Und dann so die Pflichten eines Let's Players abarbeiten. Sprich, die Sachen rendern und hochladen. Das wäre jetzt noch so mein Plan für heute. So. Und wir sind schon da. Ja, die Schranke hat sich ja eh verabschiedet. Von daher. Aber jetzt ist wie echt wieder besser mit den Lecks. Ich glaube, das kam echt dadurch, dass irgendwie Teamspeak lief oder dass dauerhaft einer in meiner Nähe war oder in meinem Police-Auto. Ich weiß es nicht. Na gut, aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Bis dahin, haut rein.